Guten Tag, ich bin Felix Kaiser und ich möchte euch heute Ansible vorstellen. Es geht, das muss ich gleich sagen, nicht darum, euch eine vollständige Einleitung zu geben, wie man Ansible benutzt und euch alles zu erklären, sondern es geht mir mehr darum, euch mal einen Überblick zu zeigen, wie einfach das geht und euch zu zeigen und darzulegen, dass das vielleicht auch für euch Probleme helfen könnte und dass das gar nicht so schwer ist, da reinzukommen und damit anzufangen, dass man das einfach für seine Probleme benutzen kann und einfach mal ein bisschen vielleicht Appetit zu wecken auf Ansible. Ansible ist ein Konfigurationsmanagement-Tool, so wie andere, wie beispielsweise Puppet oder Chef oder SaltStack. Ansible hat den Vorteil, dass es agentless, das heißt, auf den Servern, die ihr damit konfiguriert, läuft kein Daemon, sondern es gibt einen Client, der verbindet sich zu Servern, macht dort Konfigurationsänderungen und nachdem er fertig ist, läuft er nicht mehr auf dem Server, sondern der läuft nur, während da Konfigurationsänderungen gemacht werden. Ansible verwendet zur Verbindung mit den Servern einfach SSH, das heißt, da ist nichts, wo man sich irgendwie zusätzlich Sicherheitsgedanken machen müsste, dass es da jetzt irgendwie einen neuen Daemon gibt, der irgendwie geschützt werden muss. Und Ansible hat keine Anforderungen auf den Servern, außer dass dort ein Python installiert ist, aber das ist eigentlich auf allen gängigen Distributionen sowieso der Fall. Das heißt, man kann das eigentlich fast überall verwenden. Ansible-Config-Dateien werden in so einem Format namens YAML geschrieben, das kennen vielleicht einige, das ist so ein Standardformat. Die Config-Dateien sind deklarativ, das heißt, es ist anders als ein Shell-Skript. Bei einem Shell-Skript gebe ich der Reihe nach an, welche Befehle ausgeführt werden. Bei so Config-Management-Systemen wie Ansible gebe ich eigentlich eher an, in welchen Zustand mein System gebracht werden möchte. Und das Tool kümmert sich dann darum, dass das System auch tatsächlich in den Zustand gebracht werden muss. Außerdem zeige ich dann nachher noch, es gibt da so eine Templating-Sprache namens Jinja 2. Die hat auch nicht Ansible frei erfunden, die gab es auch schon vorher. Die wird verwendet, um Config-Dateien automatisch zu generieren. Ein weiteres wichtiges Konzept, das ich euch dann zeige, ist Idempotenz. Wenn ich Ansible mehrmals starte, dann ist das genauso gut, wie wenn ich es nur einmal starte. Das heißt, wenn Ansible feststellt, die Änderung, die ich dort ausführen möchte, gibt es schon, dann macht Ansible einfach gar nichts. Was auch noch was Schönes ist, ist, Ansible arbeitet die Dinge, die ich konfigurieren möchte, einfach von oben nach unten ab. Das heißt, wir können da gleich nachvollziehen, wenn ich was in einer Reihenfolge hinschreibe, wird das auch in der Reihenfolge ausgeführt. Und ich muss mich um sehr viele Funktionen auch nicht selber kümmern, sondern es gibt da fertige Module für, das zeige ich euch auch gleich, für eigentlich alle möglichen Aufgaben. Der Rest des Vortrags ist im Wesentlichen eine große Demo und wir gehen das der Reihe nach ab. Dann fangen wir mal an. Ich habe da mal was vorbereitet. Erstmal, das ist so die Verzeichnisstruktur, die wir dann am Ende haben werden, also oder die ich mal vorbereitet habe. Wir fangen gleich mit einem Tool an, das nicht Ansible ist, sondern das Vagrant heißt. Das aber nur ganz kurz, was uns das bringt, ist, wir kriegen automatisch einen Test-VM aufgesetzt, in der wir jetzt hier live im Vortrag mal eine neue VM haben, die wir nicht irgendwie von Hand aufsetzen müssen, sondern das macht Vagrant für uns und dann können wir die mit Ansible konfigurieren. Ansible CFG ist eine kurze Config-Datei, da ist nichts Spannendes drin. Side-EML ist das sogenannte Playbook. In Ansible sind Playbooks einfach unsere Anweisungen, wie so Systeme konfiguriert werden müssen. Und damit das alles ein bisschen übersichtlicher wird, hat Ansible so ein Konzept von Rollen. Rollen sind einfach bestimmte wiederverwendbare Komponenten, die ich auf bestimmte Hosts drauf konfigurieren kann. Ich kann sagen, ich möchte jetzt, sagen wir mal, eine Rolle SNMPD, das ist, werden wir nachher machen, das wird uns einen SNMP-Server installieren und konfigurieren. Oder ich habe hier eine Rolle User, die wird uns Benutzer-Accounts anlegen und konfigurieren. Okay, fangen wir oben an. Wir brauchen uns alle erstmal eine VM, in der wir es testen können. Da habe ich auch wieder was vorbereitet. Wir haben das in Vagrant-File. Das ist einfach eine ganz kurze Config, das ist wirklich nicht lang. Und die wird uns gleich ein leeres, frisches Debian bereitstellen. Das dauert sowas wie 45 Sekunden, deswegen habe ich das hier schon mal gemacht. Hier ist die Ausgabe von Vagrant. Und wir haben jetzt ein neues, leeres Debian. Ich kann da reingehen mit Vagrant SSH. Jetzt habe ich hier einen Benutzer, ich kann auch root werden oder so. Das ist wirklich ein ganz normales Debian, das ist nichts Spezielles. Unter der Haube ist das jetzt ein libwirt-vm auf meinem Host, auf meinem Rechner. So, Ansible, ich hatte ja gesagt, das Playbook ist dieses Side.yaml-File. Da trage ich ein, was ich alles machen möchte. Das ist eine YAML-Datei und das oberste Element ist einfach eine Liste. Das ist jetzt eine leere Liste, das heißt, da passiert genau gar nichts. Das heißt, ich führe jetzt einfach mal Vagrant Provision aus. Und dann werden alle Aufgaben abgearbeitet, die ich definiert habe. Da ich keine definiert habe, ging das jetzt relativ schnell.
Also machen wir mal irgendwas. Wir wollen, sagen wir mal, ein paar Pakete installieren und wir wollen gerne Vim als Editor haben. Also definieren wir, wir möchten gerne auf alle Hosts, die definiert wurden. Das ist jetzt hier nur der eine Test-Host, aber das würde jetzt auf alle angewendet werden. Hier könnte ich jetzt auch einzelne Hosts nennen. Also wenn ich irgendwie einen Test-Host hätte, der Test 1 hieße, dann könnte ich das hinschreiben. Ich kann Hosts auch gruppieren und quasi da eine Gruppe hinschreiben, aber ich mache es jetzt einfach auf alle, aber es ist nur der eine. Dann definiere ich mir Aufgaben, die ich auf diesen Host anwenden möchte. Und da möchte ich zwei Sachen machen. Erstmal möchte ich über apt Pakete installieren. Und dazu muss ich immer das Paket angeben. Und ich muss sagen, es soll da sein. Ich könnte statt present auch absent hinschreiben, wenn ich möchte, dass das Paket nicht installiert ist. Also ich sage quasi nicht, installiere mir das Paket, sondern ich möchte, das Paket soll installiert sein. Ansible prüft, ist es schon installiert? Wenn ja, dann macht es gar nichts. Wenn nein, dann installiert es das Paket. Und with items ist jetzt eine Liste von Paketen, die ich installieren möchte. Weil es ein Debian-VM ist, sind das jetzt Debian-Paketnamen einfach. Und diese Paketnamen werden dann in dieses Stückchen Jinja2-Config in diesem Ansible-Playbook immer hier eingefügt. Und dann wird quasi dreimal dieser App-Task ausgeführt, nämlich einmal für das Package Vimnox, einmal für das Package Screen und einmal für das Package Hardtop. Das sind ja Pakete, die wir alle kennen und die wir eigentlich auch alle immer überall installiert haben wollen. Deswegen dachte ich, ist das vielleicht ein gutes Beispiel. Außerdem wollen wir vielleicht, nachdem wir so ein Vim installiert haben, mal den Vim als Default-Editor auf unserem System einrichten. Da gibt es jetzt einen Task für, der heißt Alternatives, der ist auch von Ansible vordefiniert, genauso wie der App-Task hier oben. Und der verwendet das Debian-Alternative-System, um einen Editor auszuwählen. Also ich habe das jetzt mal so definiert und dann provisionieren wir das oder konfigurieren wir das mal da drauf. Das geht jetzt relativ fix. Jetzt prüft er, macht er erstmal ein Update von den Paketlisten. Jetzt prüft er, sind die Pakete, die ich da haben möchte, bereits vorhanden. Und er hat festgestellt, sie waren noch nicht vorhanden, deswegen hat er sie installiert. Und deswegen steht jetzt hier auch changed. Also an diesem Task, den ich da definiert habe, installiere mir bitte diese drei Pakete oder sorge dafür, dass sie vorhanden sind, hat er festgestellt, da war noch irgendwas, war noch nicht richtig. Deswegen hat er das jetzt geändert und mir das als changed markiert und das jetzt gemacht. Und wenn ich jetzt wegrind.ssh mache, sehe ich, ich habe jetzt auch einen Hardtop installiert. Hurra, das war vorher nicht der Fall. Item-Potenz hatten wir ja vorher gesagt, wenn ich das mehrmals mache, passiert genau gar nichts. Der einzige Unterschied ist, Ansible merkt jetzt, ich muss nichts machen und zeigt mir die Zeilen nicht mehr in gelb mit changed an, sondern in grün und sagt, okay, da war schon so, ich habe gar nichts getan. Genau, machen wir mal noch ein bisschen was anderes. Sagen wir, wir wollen mal Benutzer anlegen. Wir sind hier unten. Und da zeige ich euch jetzt zwei Konzepte. Das erste sind Variablen. Ich kann mir Variablen definieren. Damit das jetzt ein bisschen lesbarer und kurz bleibt für den Vortrag, habe ich das hier direkt in der Datei gemacht. Ich kann aber Variablen an verschiedensten anderen Stellen definieren. Ganz global für Gruppen von Hosts, für einzelne Hosts, für einzelne Tasks. Ich kann Variablen sogar dynamisch erzeugen lassen. Oder ich kann auch von einem externen Skript mir Variablen holen lassen. Da gibt es relativ unbegrenzte Möglichkeiten. Und zwar habe ich jetzt eine Variable, die heißt AdminKeys. Diese AdminKeys-Variable ist ein Dictionary mit dem Schlüssel Entropia. Und als Value habe ich dann jetzt hier diesen SSH-RSA-String. Das ist natürlich kein echter SSH-Key, das ist nur, damit man das jetzt im Vortrag schön sieht, ist das jetzt ein schöner, kurzer SSH-Key. Und den würde ich gerne für den Benutzer eintragen lassen. Außerdem würde ich überhaupt gerne erstmal Benutzer anlegen lassen. Und sagen wir mal, der Benutzer soll den Username Entropia haben. Und RoleUser sagt, dass ich diese User-Rolle, die ich mir jetzt irgendwo definieren muss, weil es die erstmal noch nicht gibt, weil die mehr Sachen machen muss, als irgendwie sinnvoll als Default vorhanden sein oder denkbar sind. Genau, diese Rolle soll es verwenden. So, jetzt zeige ich euch nochmal die Gesamtstruktur von dem Projekt. Wir haben hier so einen Ordner, das heißt Roles. In dem Ordner Roles gibt es einen Ordner User, da drin gibt es einen Ordner Tasks und darunter gibt es eine Datei main.eml, die heißt immer so. Also gehen wir mal da rein, Roles, User, Tasks, Main, YAML und da haben wir jetzt drei Tasks definiert. Der erste Task ist ein User-Task, das ist wieder ein von Ansible bereits vordefiniertes Modul, das muss ich nicht selber schreiben, das funktioniert auch auf allen gängigen Linux-Distributionen, also das kümmert sich automatisch um so Plattform-Varianzen, wenn das irgendwo verschieden funktioniert. Und der braucht natürlich den Benutzername, das heißt, ich füge hier wieder eine Variable ein und die Variable habe ich ja hier oben im Playbook definiert. Nämlich hier bei Username habe ich gesagt Entropia.
Und außerdem soll der Benutzer, sagen wir mal, in die Sudo-Gruppe reingetan werden. Und wenn ich von Hand dann noch irgendwie andere Gruppen hinzugefügt habe, dann soll die nicht überschrieben werden, sondern die Sudo-Gruppe soll nur angehängt werden. Außerdem würde ich dem Benutzer gerne SSH-Keys mitgeben können. Da füge ich hier wieder als Variable den Username ein. Und ich würde gerne alle SSH-Keys aus diesem in der Liste, in dem Dictionary, unter dem Schlüssel von dem Benutzername gerne für den Benutzer eintragen. Das heißt, ich habe hier ja Admin-Keys als Variable. Das ist wieder ein Dictionary von Benutzername zu einer Liste von SSH-Keys gewesen. Über diese SSH-Keys iteriere ich jetzt einmal drüber und für jeden von diesen SSH-Keys ist es jetzt nur einer, rufe ich einmal Authorized Key auf den Task. Das ist auch von von Ansible Forward definierter Task, der mir das SSH Authorized Keys File anlegt, ändert, wie auch immer, um meine Ziele zu erreichen. Und zwar für diesen Benutzer. Und außerdem, wenn ich den sowieso schon in Sudo gepackt habe, den Benutzer, da kann ich seinen SSH-Keys auch gleich noch unter dem Benutzer-Root speichern, warum nicht. Genau, mehr ist das nicht, das führen wir jetzt einfach mal aus. Ansible stellt jetzt wieder fest, weiter oben die Tasks, die ich schon vorhin ausgeführt habe, nämlich dieses Alternatives und das Pakete installieren, sind nach wie vor ungeändert. Und hier unten die Tasks habe ich jetzt neu definiert, das heißt, die haben sich offensichtlich geändert. Er hat da jetzt irgendwie einen Benutzer angelegt und Authorized Keys eingetragen. Und wenn ich jetzt mal in diese VM reingehe und die Keys zeige, dann falscher User. LS Home, da hat er irgendwie so ein Home-Verzeichnis angelegt. Es gibt jetzt auch irgendwie Benutzer in etc. Passwd. Und natürlich gibt es auch in Entropia SSH Authorized Keys, ein Authorized Key, der jetzt eingetragen wurde. Das ist auch tatsächlich so ein bisschen so das, was man immer als Lernübung, als allererste Config-Management-Übung macht, SSH-Keys verteilen, weil das ist eine super simple Aufgabe, die ist relativ gut dokumentiert und damit kriegt man so ein generelles Gefühl, wie man irgendwie dieses Ansible verwendet. Und von dort an kann man dann natürlich weiterarbeiten. Und genau das machen wir jetzt. Wir wollen mal noch ein bisschen mehr von Ansible sehen. Deswegen wollen wir jetzt, sagen wir mal, noch ein paar andere Tasks verwenden. Wir sind hier. Beispielsweise wollen wir jetzt mal eine Config-Datei ändern, also eine existierende Datei ändern. Dann nehmen wir jetzt zum Beispiel mal die etc-aliases-Datei. Ist jetzt ein bisschen geschummelt, weil für die etc-aliases gibt es tatsächlich bereits einen Ansible-Task, aber angenommen, es gäbe noch keinen und ich möchte wirklich in einer Datei rumeditieren, das ist ja ein häufiger Anwendungsfall, dass ich irgendeine Config-Datei habe und ich möchte dann eine Zeile austauschen. Alias, das sieht unter Debian standardmäßig erstmal so aus und ich möchte jetzt hier diese Root-Zeile irgendwie ändern. Da gibt es von Ansible ein Modul, das heißt Line and File. Das macht genau das. Das sucht nach einer Zeile, die diesen regulären Ausdruck matcht und sorgt dafür, dass die Zeile, die diesen regulären Ausdruck matcht, hinterher so aussieht. Nämlich root Doppelpunkt und dann fügen wir die Variable admin-mail ein. Die haben wir hier oben definiert. Da soll text.example.com stehen. Und zwar in der Datei etc-aliases. Außerdem, das ist jetzt eine Möglichkeit, wie ich Dateien ändern kann. Eine andere Möglichkeit wäre der Copy-Task. Da kann ich eine Datei einfach 1:1 von meiner Ansible-Konfiguration auf den Server, den ich da gerade konfiguriere, hochkopieren. Das kann jetzt entweder eine lokale Datei sein oder wenn ich aber weiß, dass ich da nur einen Einzeiler reinschreiben möchte, kann ich das auch direkt hier in den Playbook mit hinschreiben. Und deswegen habe ich jetzt einfach mal Content auf den Lernstring gesetzt, weil ich dieses Mod-D-File einfach mal löschen möchte. So, jetzt führe ich mal die beiden Sachen aus. Das sollte jetzt wieder relativ fix gehen. Spannend. Hallo, Ansible. Aber warum? Das ist interessant, das ist beim Testen nicht passiert. Wie bitte? Wenn du auswendig weißt, wie das geht. Okay.
Na gut. Nee, das ist tatsächlich kein Python, das ist YAML. Ansible, Parse, Dart, ich könnte dort auch Yes hinschreiben, das ist ein bisschen unaufgeräumt. Probieren wir es aus, ob es jetzt tatsächlich schneller geht. Hurra, vielen Dank. Hilfe aus dem Publikum, sehr erwünscht. Na gut, wo waren wir? Wir wollten jetzt diese Aliases-Datei ändern und die Modell-Datei ändern und das ist natürlich auch selbstverständlich passiert. Das heißt, wenn ich mir jetzt irgendwie wieder eine Shell gebe, ich zeige euch jetzt mal nicht beide, sondern nur eine von beiden, dann ist es da jetzt eingetragen worden. Und was auch noch ein wichtiges Feature ist, ist, wenn ich natürlich ein bisschen eine kompliziertere Dateiänderung machen möchte, wenn ich eine Config-Datei habe und ich möchte da irgendwo in der Mitte Variablen einfügen, dann wäre das natürlich ein bisschen aufwendig, wenn ich das jetzt über allein einen Pfeil machen würde, wenn ich jede Datei, jede Zeile einzeln definieren müsste. Und da hat Ansible so ein Templating-Modul für. Ich habe mir da jetzt mal das Beispiel, was wir da jetzt nehmen, ist, wir wollen einen SNMP-Daemon aufsetzen, also einfach ein kleiner Daemon, der mir es über das Netzwerk erlaubt, verschiedene Werte abzufragen. Und SNMP hat so einen Community-String als Passwort, das ist jetzt geheim, das ist sehr geheim natürlich. Und außerdem wollen wir gerne den Zugang auf eine Reihe von Subnetzen beschränken. Roles SNMPD habe ich schon mal definiert. Da müssen wir jetzt erstmal sagen, wir brauchen irgendwie Pakete. Deswegen installieren wir, wie vorhin schon gezeigt, ein paar Pakete. Und dann führen wir dieses Template aus. Und dieses Template ist jetzt in einer Sprache geschrieben, die heißt Jinja 2. Und das sieht so aus, das ist einfach jetzt ein ganz normales Config-File. Aber hier in der Mitte sind so spezielle Jinja 2-Anwendungen. Hier iterieren wir jetzt einfach mal über alle Hosts in Trusted Subnets. Das ist tatsächlich ein spannender Bug, das sollte eigentlich so aussehen, denn wir wollen eine Liste von IP-Adressen dort einfügen und keine einzelne. Iterieren wir da einfach mal drüber. Für jeden von diesen Trusted Subnets, das wir da definiert haben, es ist nur eins, wir können ja mal irgendwie noch ein zweites machen. Fügen wir so eine Zeile Raw-Community ein und dann die entsprechenden Variablen. Und SNMP-Community ist ja die Variable, die wir einmal global gesetzt haben, das ist dieser Zugangswert und Subnet ist, sind halt die IP-Adressen, die dafür freigeschalten sind. Genau. Und natürlich haben wir jetzt noch das Problem, wenn wir diese Config-Datei geändert haben, müssen wir natürlich den SNMP-Daemon auch hinterher neu starten. Und dafür hat Ansible ein System, das heißt Notify und Handler. Und deswegen kann ich einfach unter so einem Task Notify Doppelpunkt hinschreiben und dann einen String. Das ist kein besonderes Format, das ist ein beliebiger String. Und dann kann ich mir in meiner Rolle unter Handlers einen Handler definieren. Hier ist der gleiche String nochmal, darüber matcht Ansible das. Und der Handler ruft dann den Ansible Service Task auf. Das ist jetzt wieder ein vordefinierter Ansible Task, der sich um das Handling von Daemons kümmert. Also wenn ich einen Daemon enablen möchte, disablen möchte, starten und stoppen möchte oder restarten möchte, dann kann Ansible das einfach für mich übernehmen. Und zwar unabhängig davon, ob ich jetzt auf einem Debian bin, ob ich unter einem Fedora bin oder wo ich bin. Gut, seit Systemd ist das jetzt nicht mehr so spannend. Da gibt es eh nur noch den einen Weg. Aber ich möchte den SNMP-Daemon restarten. Genau. Und wenn ich das jetzt mal wieder ausführe, dann kriegen wir da ein SNMP-Daemon installiert. Wir haben eine schnelle Internetanbindung, das sollte sehr fix gehen. Theoretisch. Hurra. Vagrant SSH. Ja, wenn ich mir jetzt mal irgendwie sagen lasse, ob der läuft, dann sollte der auch tatsächlich laufen. Hurra. Genau. Das ist so ein bisschen jetzt der Demo-Teil von dem Vortrag gewesen. Also wir haben gesehen, wir können relativ einfach so Sachen machen, wie Pakete installieren, Benutzer anlegen, Config-Dateien auf verschiedene Weisen ändern. Und wenn ich irgendwie erweitertere Aufgaben habe, dann kann ich, gibt es da auch meistens schon was. Also wenn ich jetzt irgendwie, sagen wir mal, was mit Datenbanken machen möchte, sagen wir mal, wir haben irgendwie so ein Postgres und wollen da jetzt so eine Datenbank anlegen, dann gibt es hier immer eigentlich für die allermeisten üblichen Aufgaben gibt es bereits ein fertiges Modul. Neue Module schreiben ist auch nicht so schwer, das kann man auch selber machen, das schreibt man dann am besten in Python, aber muss man nicht. Und da gibt es auch meistens copy-pastebare Examples, die ich nutzen kann. Also sagen wir mal, wenn ich jetzt hier irgendwie so ein System, wenn ich so irgendwie so einen Benutzer anlegen möchte, dann suche ich mal irgendwie nach User und da sollte es irgendwie unten eine Liste von Examples geben, wo ich mir einfach eins nehmen kann, das copy-pasten kann. Also man muss da
Man kann da relativ fix zu relativ viel Sachen hinschreiben. Außerdem gibt es von der Community, also das sind, was ich euch jetzt gerade gezeigt habe, diese Module sind die direkt in Ansible integrierten. Außerdem gibt es Ansible Galaxy, da werden komplette Rollen, also quasi Sammlungen von Modulaufrufen ausgetauscht. Wenn ich jetzt was Größeres vorhabe, sag mal, ich möchte irgendwie einen Telefonie-Server aufsetzen, dann ist das natürlich nicht mit einem einzigen Task getan, sondern dann muss da natürlich ein bisschen mehr passieren und da gibt es unter Ansible Galaxy bereits von anderen Leuten fertige Konfigurationen, die ich mir einfach in meine eigene Config reinklonen kann und damit ausführen kann, vielleicht ein bisschen konfigurieren kann, aber ich muss nicht alles neu schreiben. Das ist ganz nett. Ich würde gerne wieder dahin, wo wir gewesen sind. Wir haben gesehen, wir haben irgendwie Tasks, wir haben Playbooks und Rollen. Plays sind innerhalb der Rollen die einzelnen Dateien und Playbooks sind ganz oben in der obersten Hierarchieebene die Dateien, wo ich meine Aufgaben definiere. Gruppen habe ich jetzt nicht gezeigt. Ich kann Hosts auch einfach in Gruppen hinzufügen und auf ganze Gruppen Sachen anwenden. Facts ist das, was wir vorhin abgeschalten haben. Ansible sammelt automatisch eine Verzeihung. Hallo, Computer. Ansible sammelt automatisch eine Reihe von Fakten ein, an derer ich Entscheidungen treffen kann. Das sind so Sachen wie, was habe ich denn für eine Linux-Distribution, welche Version ist das? Was sind denn meine IP-Adressen? Brauche ich alles nicht selber bestimmen? Ansible sammelt das ein. Ich kann das natürlich erweitern, wenn ich jetzt Ansible mal irgendwie direkt ausführe. Moment, Hosts, das Host ist jetzt die Liste von Hosts, die ich habe. Und ich möchte mir mal anzeigen lassen, was es da so für Fakten bereits gibt. Dann kann ich das einfach mal ausführen. Oh shit. Und dann zeigt mir Ansible das an, was es da alles gibt. Also es ist ein sehr nützliches Feature. Außerdem habe ich euch jetzt dadurch gerade gezeigt, sobald ich einmal so ein Ansible-Config habe, kann ich die natürlich auch benutzen, um wie jetzt hier in dem Beispiel so Ad-Hoc-Befehle auszuführen. Also jedes einzelne Ansible-Modul kann ich auch direkt von der Kommandozeile aus ausführen. Das ist natürlich ein bisschen langweilig, wenn ich sage, ich möchte irgendeinen Shell-Befehl ausführen und zum Beispiel die Uptime rauskriegen auf allen meinen Hosts. Das ist jetzt auch ein bisschen langweilig, weil es gibt jetzt natürlich nur einen Host, aber wenn ich da jetzt ein paar hundert Hosts habe, ist das vielleicht leichter, als wenn ich mir da irgendwie ein eigenes Bash-Skript schreibe, dass ich überall hin ist es hart und dann ändert sich die Gruppe von Hosts, die ich abfragen möchte. Das ist ganz nett, wenn das Ansible für mich alles abnimmt. Und das könnte ich natürlich auch benutzen, um jetzt, sagen wir mal, irgendwie eine Config-Änderung gezielt manuell auf allen Hosts zu machen, indem ich irgendwie, sagen wir mal, das Line-and-File-Modul verwenden würde. Oder ein anderes Modul, was auch immer. Ich habe halt alle Module zur Auswahl. Genau, Ansible hat, wie gesagt, ja relativ viele Tasks und ich habe euch auch ein paar davon gezeigt, also Template zum Beispiel, um irgendwie Config-Dateien zu generieren, Service um Service zu restarten. Ein nützliches Tool, was ich euch gerne noch zeigen möchte, ist Checkmode. Ich kann nämlich Ansible auch einfach ausführen, ohne dass er tatsächlich Änderungen macht. Also ich führe das jetzt mal wieder auf, minus i host, der braucht irgendwie die Liste an Hosts sehen. Site YAML ist mein Playbook und ich möchte Checkmode haben. Jetzt macht er keine Änderung selber, sondern prüft nur mal, welche Änderung er machen würde, ohne die bereits anzuwenden. Das heißt, wenn ich jetzt hier eine Änderung mache und erwarte, das mit Checkmode ausführe, dann erwarte ich, dass er mir das rausfindet und mir das sagt. Das ist sehr praktisch beim Debuggen, weil dadurch kann ich, wenn ich erwarte, dass es keine Änderung gibt oder wenn ich erwarte, dass ich keinen Fehler gemacht habe und kann ich dadurch testen, ob mein Playbook immer noch funktioniert. Genau, das sind so ein paar grundlegende Features. Ad-Hoc-Commands habe ich euch ja gerade gezeigt. Ich kann die ganzen Ansible-Module auch von der Kommandozeile aus ausführen. Und genau, und das ist so ein bisschen das, was ich euch zeigen wollte. Es gibt dann noch sehr viele weitere Themen, die ich euch nicht gezeigt habe. Warum eigentlich? Variablen haben eine gewisse Hierarchie, das heißt, ich kann erstmal relativ allgemeinen Defaults machen. Zum Beispiel kann ich für eine Gruppe von Hosts irgendeinen Default festlegen und dann kann ich den Default für einen einzelnen Host überschreiben. Es gibt eine lange Liste von Hierarchiestufen, die aber trotzdem relativ logisch ist und das kann ich verwenden, um quasi Defaults festzulegen.
Ansible hat relativ viel an weiterer Syntax noch. Was heißt viel, so viel ist es nicht. Aber wenn ich jetzt, sagen wir mal, in Abhängigkeit von irgendeiner Bedingung irgendwas machen möchte, dann gibt es da when für und es gibt noch viele, viele andere. Es gibt was für Fehlerbehandlung und so weiter. Secrets Management ist ein Thema, das wollte ich jetzt im Vortrag auch nicht zeigen. Ansible hat eine Möglichkeit, Variablen in einer verschlüsselten Datei zu speichern und die dann quasi nur zu entschlüsseln, wenn während des Deployments. Dadurch kann ich, wenn ich möchte und relativ schnell fertig sein möchte, meine Geheimnisse, meine Root-Passwörter oder so auch einfach mit in mein Git-Repository reincommitten und es kann trotzdem niemand lesen, denn es ist verschlüsselt. Dann man kann sich da auch sehr problemlos GPG-Integrationen bauen. Wenn ich mehrere Admins habe, ist das sehr praktisch. Dann kann jeder das mit seinem eigenen GPG-Key entschlüsseln. Das kann man machen. Ich habe euch ja vorhin gezeigt, dass Ansible so Fakten automatisch einsammelt. Das kann ich natürlich auch erweitern und außerdem kann ich diese Fakten, nachdem ich sie eingesammelt habe, natürlich auch in der externen Datenbank abwerfen. Also wenn ich jetzt, sagen wir mal, eine Datenbank von allen meinen Hosts haben möchte, wäre das eine Möglichkeit. Oder ein Klassiker ist, wenn ich, sagen wir mal, eine ganze Reihe von Hosts übereinander gleichzeitig provisioniere, dann kenne ich ja auch alle ihre SSH-Keys und da kann ich ja, könnte ich jetzt, sagen wir mal, zum Beispiel auch ein SSH-Known-Hosts-File automatisch generieren für alle meine Hosts und das ist auch ein Fall, den Ansible halbwegs einfach macht, aber es gibt, das Problem ist ein bisschen, Ansible selber hat da nichts integriert, um irgendwie externe Daten zu speichern. Man müsste dann halt zu externer Software greifen. Also der Klassiker wäre, dass man einen etcd aufsetzt und Ansible hat dann wieder ein Modul, um in so ein etcd, das ist so ein verteilter Key-Value-Store für zum Betrieb von Netzwerken eigentlich ist, dort einen Wert reinzuschreiben. Also das könnte ich auch alles in Ansible integrieren. Es gibt noch eine einfache Möglichkeit, du kannst das Inventory-File, das Executable-Bit setzen, dann wird das von Ansible ausgeführt und erwartet halt als Rückgabewert ein JSON. Und darüber kannst du dann halt diverse APIs etc. alles pollen und Variablen halt auf Inventory-Ebene setzen. Ja, das kannst du machen. Das Problem ist, oder was heißt kein Problem, das kannst du natürlich machen. Das ist besonders nützlich, wenn du keine eigenen festen physischen Hosts hast, sondern wenn du irgendwo so einen Amazon AWS-Account, sagen wir mal, hast und da viele VMs drin hast, die willst du natürlich nicht fest konfigurieren, sondern dynamisch auslesen können, welche du hast. Dann kannst du auch ein dynamisches Inventory von Hosts haben. Genau dafür ist es da. Aber das löst nur einen Teil des Problems, denn der Fall, den ich ja gerade hatte, ist, dass du Informationen über die Hosts wieder in die Hosts reinkonfigurieren möchtest. Und das können ja potenziell, sagen wir mal, auch mal Hosts sein, die nicht unbedingt von Ansible gemanagt werden, sondern noch von woanders. Oder sagen wir mal, du möchtest hinterher die Informationen nicht in Ansible haben, sondern du möchtest, sagen wir mal, in einem Webinterface eine Liste von all deinen Hosts haben oder was auch immer. Und dann bist du doch wieder gut beraten, wenn du eine externe Datenbank hast, wo du die Werte reinspeichern kannst. Aber Ansible selber hat da nichts integriert, ist aber da flexibel und hat da zumindest Support für verschiedene solche Datenbanken. Ja, was du aufrufst, ist hier einfach nur ein Wrapper-Skript. Da kann ja eine Datenbank oder sonst irgendwas dahinter stehen. Das muss nicht unbedingt die Amazon-API sein. Also es war jetzt Amazon war natürlich ja. Nur ein Beispiel, selbstverständlich. Also ich wollte auch nicht unbedingt Werbung für Amazon machen. Ansible unterstützt offensichtlich natürlich mehrere Linux-Distros, also eigentlich alles Gängige. Es hat auch Windows-Support, wobei man nur Windows-Rechner konfigurieren kann. Man kann Ansible selber, also das, man kann quasi als Administrator nicht Windows verwenden, aber man könnte für seine Server für Windows verwenden. Kein Kommentar. Ansible hat, das habe ich jetzt auch nicht gezeigt, verschiedene Möglichkeiten, an verschiedenen Stellen nochmal tatsächlich Code einzufügen und Plugins zu schreiben, um Ansible an verschiedenen Stellen zu erweitern. Eine so eine Sache, die man so bei so Config-Management-Tools, gerade wenn man jetzt nicht alleine arbeitet, sondern in einem Team gerne haben möchte, sind Frontends, die einem so ein bisschen die Koordination zwischen den Administratoren erleichtern. Da gibt es bei Ansible de facto nur ein Frontend von Tower, das ist direkt von den Entwicklern von Ansible geschrieben, ist Closed Source gewesen und ist, wie sich Ansible Works, die Firma hinter Ansible, finanziert. Glücklicherweise wurde Ansible Works gerade von Red Hat gekauft und weil Red Hat eine Open Source Firma ist, wird Tower dann jetzt auch Open Source werden, was sehr schön ist.
Eine Frage, die man sich stellen muss, die Ansible überhaupt nicht löst, ist Provisionierung. Also sprich, wie komme ich eigentlich zu meinem Server oder wie komme ich eigentlich zu meiner VM, die ich dann mit Ansible konfiguriere? Da hat Ansible keine Antwort drauf, weil das einfach out of scope von Ansible ist. Ich habe das jetzt in dem Vortrag mit Vagrant gelöst, was zum Testen eigentlich eine gute Entscheidung ist. In Produktion ist Vagrant keine gute Idee, da gibt's aber andere Tools, wie zum Beispiel Kubernetes. Und eine wichtige Frage, vor der ich persönlich gestanden habe, weil ich Ansible angefangen habe, in unserem Hackerspace einzuführen, um die Konfiguration ein bisschen zu erleichtern und um dafür zu sorgen, dass es akkurate Doku gibt, denn Ansibles Playbooks selber sind ja effektiv ausführbare Dokumentationen, weil das sind einfach relativ kurze, relativ prägnante Konfigurationsdateien und die dienen dann auch gleich als Dokumentation. Das Problem ist aber, in unserem Hackerspace wollen wir nicht immer alle VMs komplett redeployen, weil es halt dann doch wieder einige Sachen gibt, die von Hand gemacht werden. Und das ist nicht so der übliche Use Case für so Config-Management-Tools. Das klappt mit Ansible relativ gut tatsächlich in der Praxis. Da ist man aber in einer Nischenanwendungsgruppe, wenn man das machen möchte. Aber genau, also wollte ich nur mal erwähnen, das geht sowohl, wenn man es immer alles redeployt, als auch wenn man nur das nicht macht, sondern seine Hosts langlebig sind. Genau, das waren so ein paar Themen, über die ich sprechen wollte. Ein letzter Fakt, auf den ich hinweisen wollte, ist, ich habe ja gesagt, diese Playbooks sind in YAML geschrieben und auch hier Zitat aus der Ansible-Doku, Playbooks are expressed in YAML-Format and have a minimum of syntax. Das ist immer so ein bisschen ein Werbeversprechen von Ansible. In der Praxis stimmt das aber nicht. Hier in grün gezeigt ist tatsächlich, was YAML ist. Grau sind von Menschen vergeben, also von mir in dem Fall vergebene Strings, das ist natürlich zu entschuldigen. Ansible hat da so ein Custom Key Value Format erfunden mit dem MSG ist gleich. Das ist überhaupt kein Standardformat und ist auch manchmal speziell im Parsing. Also braucht da ein bisschen Intuition, wie Ansible das dann parsen möchte. Das ist nicht hundertprozentig vorhersehbar. Man kann in Ansible an verschiedenen Stellen Python-Code einfügen und macht das auch. Jetzt ist es jetzt hier in blau gezeigt. Und bevor der Python-Code ausgeführt wird, ist das erstmal ein Jinja-Template, das den Python-Code generiert. Und hier wird jetzt quasi in rot eine Variable über diese Jinja-Syntax eingefügt. Also das ist jetzt alles in einer Datei. Das ist eine Datei, die offiziell laut Doku alles YAML ist, aber de facto sind das jetzt hier vier verschiedene Sprachen. Fand ich lustig, wollte ich noch mal darauf hinweisen. Den Code, den ich vorhin gezeigt habe, verlinke ich nachher im Wiki, ist bereits verlinkt. Und genau, das war so ein bisschen mein Vortrag. Ich hoffe, ich konnte euch zumindest zeigen, dass es nicht schwierig ist, damit anzufangen, dass man nicht umfangreiche Config-Dateien schreiben muss, bevor man damit anfängt. Und dass man einfach relativ schnell relativ kleine Probleme, wie zum Beispiel, leg mir meine Benutzer auf allen meinen Hosts an und füge meine SSH-Keys überall ein, mit Ansible lösen kann und dadurch relativ schnell sich Arbeit sparen kann. Und wenn man dann anfängt, mehr mit Ansible zu machen, dann kann man da natürlich weitergehen, aber man muss natürlich nicht. Okay, vielen Dank. Habt ihr Fragen? Ja. Mikrofon bitte für die Streams. Fängt alles an, kaputt zu gehen, wenn mal ein Administrator eine Konfigurationsdatei doch von Hand editiert? Nein. Oder? Ansible würde das ja in dem Fall erkennen, das habe ich ja vorhin auch gezeigt, wenn eine Konfigurationsdatei von Hand editiert wurde und würde die natürlich überschreiben und würde das auch sagen, dass die überschrieben wurde. Man kann, wenn man möchte, also es gibt ein sehr nützliches Tool namens etc-keeper, das einem in etc-changes trackt. Und ich habe da vor einer Weile für genau diesen Fall, für unseren Hackerspace, mal Ansible etc-keeper-Integration geschrieben, liegt auf GitHub, kann man verwenden. Und dadurch würden so von Hand gemachte Changes auch automatisch getrackt werden. Und nachdem die von Ansible überschrieben wurden, kann man auch wieder auf die alte zurückgehen. Also sowas müsste man dann verwenden, wenn man so einen Mischbetrieb fährt. Beantwortet das deine Frage? Mikrofon, bitte. Mischbetrieb klingt ein bisschen nach Abweichung von gängigen Best Practices. Es ist Abweichung von der gängigen Best Practice, aber das liegt einfach daran, dass das Konfigurationsmanagement-Themen aus einer Gruppe von Anwendungen kommt, die deutlich mehr Server haben als ich zu Hause, als Student. Und wenn man
seine Server teils von Hand und teils automatisiert betreibt, ist man definitiv nicht der klassische Anwender. Aber Ansible kommt da in der Praxis sehr gut damit zurecht. Und wenn man eine halbwegs offensichtliche Trennung hat, was von Ansible gemacht ist und was von Hand gemacht ist, dann wird man überhaupt keine Probleme haben. Also wenn man zum Beispiel sagt, ich installiere so Basispakete über Ansible, ich lege Benutzer über Ansible an, aber ich mache jetzt, sagen wir mal, zum Beispiel nicht meine Webserver-Config über Ansible, dann wird es in der Praxis da einfach überhaupt keine Probleme geben. Okay, noch mehr Fragen? Ja. Also ich habe zum einen eine Anmerkung. Mhm. Man kann Ansible auch so konfigurieren, dass es die Dinge, die es überschreiben würde, in Wirklichkeit umbenennt, mit irgendwie tilde Backup, sonst noch was, wenn man das möchte, sodass die Sachen dann nicht verloren gehen. Und zum anderen wollte ich dich fragen, was dein Workflow ist, wenn du mit mehreren anderen Menschen irgendwie administrierst, hast du dann irgendwie die Ansible-Config in einem Git und jeder macht das von seinem Rechner aus oder habt ihr eine VM, wo das drauf läuft? Wie läuft das? Also was ich in den dreieinhalb separaten Infrastrukturen, wo ich Ansible verwende, mache, ist auf jeden Fall ein Git für die Ansible-Konfiguration verwenden. Das ist eigentlich in meinen Augen absolut unerlässlich. Aber das ist sowieso einfach nur Best Practice für Softwareentwicklung oder Konfigurationsentwicklung generell. Also ich verwende immer überall so viel Git, wie nur geht. Das löst zumindest das Problem, dass irgendjemand Änderungen nachvollziehbar sind und dass man hinterher, sagen wir mal, auch Änderungen, dass man leicht auf den vorherigen Stand zurückkommt. Du hast natürlich so ein bisschen so ein Koordinationsproblem, was passiert, wenn zwei Leute gleichzeitig einen Server anfassen. Da hat Ansible selber keine gute Lösung für. Du kannst entweder du bist ungefähr ein bisschen in Kommunikation mit deinen Mitarbeitern, oder du führst einen zentralen Server ein, über den deployed wird und sorgst dann dort dafür, dass alle immer auf dem gleichen Stand sind und nicht, sagen wir mal, einen älteren Stand über einen neueren Stand deployen. Oder du verwendest eins der Frontends, wie zum Beispiel Tower. Es gibt tatsächlich sogar Leute, die Ansible und Continuous Integration Systeme miteinander kombiniert haben, was dann dazu führen würde, dass du niemals direkt auf Produktionsserver deployen würdest, sondern immer nur in deine Testumgebung. Dann würdest du den Code an dein Code-Review-Tool pushen. Das würde dort reviewed werden, das würde dort von dem Server in einer Staging-Umgebung getestet werden und wenn das funktioniert, automatisiert in deine Live-Umgebung gepusht werden. Also man kann das beliebig weit treiben. Ansible selber hat da keine Antwort für, das müsstest du selber bauen. Ja, ich komme aus der Puppet-Welt und ich wollte mal fragen, du definierst da Magic-Var-Variablen an irgendeinem Punkt, wie habe ich die Kontrolle darüber, lass es mich andersrum ausdrücken, angenommen, ich definiere irgendwo war, wie verhindere ich es, dass das überall weiter runter die ganze Schiene magischer Variablen erzeugt? Verstehe ich das richtig, dass es dir um die Reihenfolge geht, dass du den Überblick haben möchtest, wo Variablen definiert werden und wo die dann wieder herkommen? Mikrofon. Angenommen nicht, also in der Puppet-Welt rufe ich ein Modul mit Parametern auf. In dieser Welt definiere ich Variablen global. Ich habe jetzt nur für den Vortrag Variablen global definiert. In der Realität würdest du Variablen dann natürlich pro Host definieren oder pro Gruppe von Host oder in deinem Inventory. Es gibt da verschiedene Möglichkeiten. Ich habe das jetzt hier nur, damit es alles in einer Datei ist, damit es leichter zu präsentieren ist, direkt global definiert. Das musst du nicht machen. Das kannst du natürlich machen, wenn du, sagen wir mal, eine globale E-Mail-Adresse hast, die irgendwo als Root-E-Mail gesetzt werden möchte, dann ist das ein guter Kandidat für eine globale Variable, aber du musst nicht. Da du Puppet ansprichst, möchte ich einen der wichtigsten Unterschiede zwischen Ansible und Puppet vielleicht nochmal hervorheben. Bei Ansible werden alle Sachen von oben nach unten durchgearbeitet. Das hat den Vorteil, dass man sowas auch relativ leicht von Hand abarbeiten könnte und dass man nachvollziehen kann, was in welcher Reihenfolge gemacht wird. Bei Puppet gibt man Aufgaben einzeln an und legt Abhängigkeiten zwischen Aufgaben fest und Puppet rechnet dann eine serialisierte Ausführungsreihenfolge aus. Das hat den Vorteil, dass man Sachen an manchen Stellen
eleganter strukturieren kann. Aber es ist, wenn man so eine Puppet-Config liest, nicht als Leser nicht klar, in welcher Reihenfolge die Sachen später ausgeführt werden. Und das kann auch zu Verwirrung führen. Und das hat dieses Problem hat Ansible nicht, einfach dadurch, dass Ansible an der Stelle weniger flexibel ist und immer die Sachen von oben nach unten ausführt. Ja, das war eigentlich auch schon fast meine Frage. Ich wollte nur noch mal hören, wenn du Puppet auch kennst, was so für dich noch die wesentlichen Unterschiede sind, außer dem, was du gerade gesagt hast. Nein, der offensichtlichste Unterschied zwischen Puppet und Ansible ist, dass Puppet einfach größer ist. Wenn ich jetzt eine sehr, sehr große Firma hätte, würde ich vermutlich eher darüber nachdenken, mit Puppet anzufangen, als mit Ansible anzufangen. Wie dann die Entscheidung im Detail gerade ausfallen würde, ist natürlich jetzt nicht klar, aber das wäre eine gute Heuristik. Ein anderer Unterschied ist, der sehr, sehr auffällig ist, ist, Puppet hat einen sogenannten Resource Abstraction Layer, den RHEL, der abstrahiert Ressourcen. Also angenommen, ich möchte eine Config-Datei anpassen, die liegt unter Puppet, unter, sagen wir mal, Debian und unter Fedora oder das Äquivalent wäre vielleicht eher CentOS als Fedora, an verschiedenen Orten. Bei Puppet habe ich diesen Resource Abstraction Layer, wo ich sagen kann, ich möchte die Config-Datei, die zu meinem, sagen wir mal, Nginx-Webserver gehört, updaten. Währenddessen bei Ansible würde ich den Pfad hart kodieren und mich selber drum kümmern, dass ich jetzt feststelle, dass ich auf einer von beiden Distros bin und den richtigen Pfad anfasse. Diesen Resource Abstraction Layer gibt es bei Ansible überhaupt nicht. Kann man als Vorteil sehen, wenn man groß genug ist, wenn der Anwendungsfall groß genug ist. Ist ein Nachteil, wenn man ein einzelner Admin ist für eine eher kleine Anzahl von Servern, dann ist es einfach übersichtlicher. Das ist ein Vorteil von Ansible. Kommt halt auf den Anwendungsfall drauf an, immer. Gibt es noch Fragen? Nein, keine weiteren Fragen? Okay, dann bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Vielen, vielen Dank. Und einen schönen Tag noch.